H-Springer 5, guter Zug. Jetzt muss ich mich auch mal hier anstrengen. Ja, das wird nicht leicht. Unser Gegner hat eine hohe Zahl auch. Wird nicht leicht. Ich glaube, wir stehen gut. Haben wir natürlich jetzt auch dieses schöne Feld zur Verfügung. Gehen auf den Bauern auf B7 drauf. Aber das von alleine wird sich das nicht gewinnen. Du wolltest gerade noch was sagen, oder? Ja, warst du bei den Jugendeinzelmeisterschaften bei den Deutschen? Warst du da immer in Willingen oder davor auch bei in. Ich Ich war habe mich mit Let. einmal in Ja. Winterberg, da war meine allererste. Da war ich auch, weil ich habe mich letztens mit Maximilian Meinhardt auch darüber unterhalten. Ah, okay. Und deshalb bin ich jetzt auch gerade darauf gekommen, weil. So, du hast mal Vielleicht. den Zug gemacht hier gerade, ne? Ja, ich habe einfach einen Zug Ja, gemacht. das ist doch gut. Wir spielen gegen Hesskeller, gegen den habe ich gestern auch schon gespielt und der ist gestern auch Mitglied geworden auf YouTube, von daher. Das war jetzt auch übrigens wieder zufällig ausgewählt. Also habe ich nicht aktiv ausgewählt, sondern zufällig ausgewählt. Hier gegen Hesskeller. Mal sehen, wie es läuft. Wir spielen nochmal abwechselnd Schach. Italienisch, ja. D3 ist auch sehr beliebt auf höchstem Niveau, wird von fast allen Top-Spielern gespielt. Hans Wern fragt, streamt Anna auch? Noch nicht. Aber vielleicht geht es ja so los mit ihrem Special. Wir werden sehen. Ja, ich werde es auf jeden Fall angehen. Also, ich werde auf jeden Fall auch informieren über YouTube, über meinen Schachkanal dann, wenn ich streame. Genau. Okay. Bin ich? Ja, ne? So, dann spiele ich mal. Ja, machen wir mal den. Den macht man hier irgendwie mal ganz gerne mit Weiß. Okay. Ich mache einfach mal den. Raphael fragt: Niklas, hast du Magnus schon mal live gesehen oder mit ihm gesprochen? Ich habe sogar mal mit ihm Fußball gespielt. letztes Jahr beim Isle of Man. Da haben wir ja mit ein paar norwegischen Spielern, mit ein paar russischen Spielern, Schweden, Nils Grandelius war auch dabei aus Schweden. Also das war schon die stärkste Schachmannschaft, mit der ich je gespielt habe. Da war fast jeder im Team hatte mehr Elo als ich im Prinzip. Das war schon ein bisschen ungewöhnlich. Und da habe ich gegen Magnus Fußball gespielt. Und da ist er auch ganz gut. Leider, aber da konnte ich besser Paroli bieten als im Schach, auf jeden Fall. So, hier, ja, spielen wir mal die Dame nach B3, das sieht gut aus. So. Würdest du sagen, war dein schönstes Turnier? Mein schönstes oder mein bestes, oder? Ja, was dir am besten gefallen hat. Oh, schwierige Frage. Ich kann es jetzt auch nicht direkt auf Anhieb sagen, aber vielleicht fällt dir ja was ein. Ja, also als ich meinen ersten deutschen Meistertitel gewonnen habe, das war schon was sehr Besonderes, 2010. Und ja, dann denke ich sehr gerne zurück. Ansonsten auch die Europameisterschaft letztes Jahr, wo ich die letzten drei Partien gewonnen habe und mich dann mit einem dramatischen Finish noch für den World Cup qualifiziert habe. Das ist auch sehr weit oben. Also die beiden Turniere, die sind schwer zu toppen. Und bei dir? Bei mir, ich muss mich kurz konzentrieren. Bei mir auch deutsche Meisterschaften und jetzt so vom Ambiente her habe ich mal in Vlissingen in Holland gespielt. Ja. Das fand ich relativ entspannt. Also Vlissingen habe ich auch schon mal gespielt, ja, das war entspannt, das stimmt. die Leute waren nett und ja. Also die Runde war immer erst um 5 Uhr, da konnte man an den Strand gehen. Entspannt. Das hatte ich Das im vorher noch Sommer war nicht. das Turnier, ne? Ja. Als ich da war, war leider das Wetter nicht so gut, aber ich habe das auch gut in Erinnerung, auf jeden Fall. Na klar kennen wir Ian Patrick Zabel, Arne. Ist doch klar. Ist Mein genau Vater unser Alter. hat damals in Vlissingen gespielt. Ach so, Mit ihm witzig. bin ich hingereist und mit Thomas Michalczak noch. Ah, Thomas Michalczak. Ja, klar kennen wir. Der müsste doch auch. Ist er dein Jahrgang? Genau dein Jahrgang. Patrick, kann sein. Wir haben auch schon bei den Jugendkämpfen immer gegeneinander gespielt. Könnte gut sein.
So, gerade ist der Chat, also der YouTube-Chat ist wieder verschwunden, aber lasst euch davon nicht beirren. Ich schaue Oh. da trotzdem drauf. Bitte? Bin ich oder du dran? Du bist dran. Ah, okay. Ich habe gerade C5 gespielt. Wer hat das Fußballspiel gewonnen? Ja, Team Magnus hat das Fußballspiel leider gewonnen. So. Wir stehen hier ganz gut, weil sein Läufer aus dem Spiel genommen ist, aber. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen oder so, keine Ahnung. Ja, ich glaube, noch ist alles gedeckt. Ich mache erstmal H3, ein bisschen Platz für den König. Gott sei Dank habe ich gerade gesehen, dass hier nichts verloren geht. Nee, ich passe auf, keine Sorge. Ich passe Ja, auf. das beruhigt mich auch. Also, ich weiß, dass du vernünftige Züge machst. So. Was mache ich jetzt hier? Beziehungsweise, dass du es immer wieder rausholen kannst. Dass ich es immer wieder rausholen kann. Ja, bisher haben wir nur eine Partie verloren, und das war in diesem seltsamen Format, sag ich mal. Crazy House. Das zählt eigentlich gar nicht Das richtig. werde ich auch nicht mehr machen. Aus diesem Grund, ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht auf Sicherheit. Okay, ziehen wir mal die Dame hier hin. Ich überlasse dir die großen Scheine. Oh, wir haben kaum noch Zeit. Aber wir kriegen Zeitaufschlag dazu. 3 plus 2. Genau, Royal Beef. Ich schaue aber auf den YouTube-Chat auch. Gerade wird er nicht angezeigt, aber ich schaue da auch drauf. Ich sehe, dass hier viele Fragen waren auch schon mal, deshalb wiederhole ich sie nicht nochmal. Wie groß sind wir? Ich bin 1,91. Wie groß bist du, Anne? Du bist auch relativ groß, oder? Ja, gut, ich bin normal groß, ich bin 1,72. Ja, ich glaube schon über den Durchschnitt. So, Springer D4. Okay, Dame D5. Ja, tauschen wir mal. Hat getauscht. Okay, jetzt spielt er schnell. Ja, Springer F5, guter Zug. Jetzt muss ich mich auch mal hier anstrengen. Ja, das wird nicht leicht. Unser Gegner hat eine hohe Zahl auch. Wird nicht leicht. Ich glaube, wir stehen gut. Haben wir natürlich jetzt auch dieses schöne Feld zur Verfügung. Gehen auf den Bauern auf B7 drauf. Aber das, von alleine wird sich das nicht gewinnen. Nee, witzig ist auch nicht. Ich muss mal hier einen gescheiten Zug machen. Oh Gott. Ja, irgendwas, ne? Das. Irgendwas. Das sieht doch ganz gut aus. C4 wird vorbereitet und dann wird der Springer vertrieben. Yes! Oh, Da wir ist haben ein das neues Blatt. Mitglied. David, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. So. Oh, ist aber nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, das wollte ich sowieso machen. Ich wollte erstmal Turm E1 machen und dann Turm D1, aber da habe ich mich ein bisschen gemausslippt. Macht nichts. So, jetzt sammeln wir die Bauern ein. Wie reife Früchte. Okay, Turm wieder zur Seite. Ja, das sieht doch gut aus, das schaffen wir. Ich mach den. Ich Ja. hätte. Wir hätten vielleicht auch G4 gehabt, aber egal. Ja, wir stehen hier super. Der Turm ist passiv, wir haben Bauern mehr. Das ist vollkommen gewonnen im Prinzip. Wir müssen jetzt nur kühlen Kopf bewahren und dann bringen wir es nach Hause. Da kann Schwarz auch nur sehr wenig machen, ne? Also er steht sehr passiv, seine Bauern sind schwach. Ist ein schwerer Kampf hier. Okay. Ja, den decke ich einfach mal ganz entspannt. B5, genau, jetzt kommen wir hier weiter vor. Raphael fragt, ob ein GM in der Zukunft Elo 3000 erreichen wird. Ja, also das müsste in sehr ferner Zukunft sein. Oh, wer ist dran? Ich bin Ah, traurig. okay. Alles gut, alles gut. Wir kriegen ja Zeit dazu. Und die Stellung ist gar nicht so schwierig zu spielen. Oh, Achtung, er ist auf Patt. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht Patt setzen. Er hat nur noch den Turm, den er ziehen kann. Aber zum Glück hat er ihn noch. Ja, du denkst, hier ist kein Patt drin? Ja, das ist aber kein Patt, mein Freund. Den schlagen wir und jetzt hat er wieder einen Zug und jetzt ist es matt. Ich dachte, du machst jetzt in Style mit dem Läufer, aber okay. Ah, sorry. Nee, alles gut, alles gut. Genau.